Wir wollten hier vor den Autos filmen, aber wir waren noch ein bisschen blockiert durch ein Shooting, ein Cosplay-Shooting mit dem Truck da hinten. Aber trotzdem, die Leute hier sind super, super lieb, also könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich habe jetzt Matze da, hat uns den Metroid Dread Run gezeigt. Erstmal danke für den Run. Wie würdest du den Run beschreiben? War ganz gut, war ganz schlecht? Wie würdest du den Run beschreiben? Der Run war mehr oder minder ein Trainwreck. Er war underestimated, das war das Gute, aber ich habe sehr viele Fehler gemacht. Ich bin mehrfach gestorben, wo ich nicht hätte sterben sollen. Ich bin nicht ganz zufrieden, aber ich bin underestimated, also ist das eigentlich ganz okay. Ich habe ja damit gerechnet, dass was schief geht. Aber ansonsten ja. Hat aber spaßig ausgesehen. Also auf jeden Fall, das Game habe ich bis jetzt persönlich noch nicht gesehen. Aber wie bist du auf das Game gekommen? Hat es direkt, als es rausgekommen ist, wow, das ist mein Game? Das ist eine etwas lustige Geschichte tatsächlich. Ich war in der Berufsschule am Release-Tag und bin in der Pause zum Saturn bei uns gerannt und habe einfach Metroid Dread mitgenommen. Direkt Laden aufgemacht, habe es mitgenommen, habe es am Wochenende angefangen zu spielen und das Spiel ist einfach gut. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich mag Metroidvanias, mag Metroid-Spiele und dann habe ich einfach relativ schnell gesagt, so, davon möchte ich den Speedrun lernen. Das macht einfach Spaß. Das Spiel war super, super cool im Casual-Playthrough schon und es war schon so mechanisch komplex, dass ich dachte, das ist einfach ein perfektes Speed-Game für mich. Metroid und Metroidvania sind sehr, sehr, sehr beliebte Speed-Games, also absolut verständlich. Aber ich habe mir mal deine Speedrun.com-Bio angeguckt und das sind ganz viele komische Speed-Games, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Wie kommst du so auf deine Speedgames? Ist es random? Du hast mal was gesehen oder du hast es mal früher gespielt? Wie kommst du auf so Games? Ich bin relativ bekannt dafür geworden, dass ich Indie-3D-Plattformer kaputt mache. Das ist ein Ruf, den ich irgendwann mal früh entwickelt habe. Und irgendwie, ich weiß nicht, es hat mich tendenziell einfach dazu irgendwann mal gezogen, dass ich ein Spiel gesehen habe bei Speedfreund. Oder einfach so durch meine Community, vor allen Dingen durch die Head in Time Community. Und dann habe ich einfach angefangen, so das Spiel auszuprobieren, zu spielen. Und ich spiele halt alles mögliche querfeldbild ein. Und ja, ist halt irgendwie sehr chaotisch geworden, dann mein Profil. Aber das Amüsante ist, dass ich so viele Runs auch noch drauf habe und gelernt habe, die nicht mal drauf sind. Also eigentlich sind es sogar noch mehr Spiele und noch chaotischer die Liste. Also alles, was dir gefällt, was du mal siehst, probierst auch mal und sagst dann, hey, ich run's auch mal. Ne, das finde ich auf jeden Fall super. Also da muss man auch seine Nische finden und sich dann dran halten. Bei mir ist es zum Beispiel movement-basierte FPS-Games, ist einfach mein Ding. Ne? Also da gibt's auch einiges. Was würdest du zum ersten Tag Dokumi sagen? Wie gefällt's dir bisher? Also das allererste ist, es ist sehr voll im Vergleich natürlich zu den letzten paar Jahren. Es macht einfach Spaß. Jedes Jahr Dokumi. Ich bin ja seit 2017 regelmäßig mit German Cheer auf der Dokumi. Und es ist einfach toll. Ich bin ein großer Fan von der Künstlerhalle, die man da hinten irgendwo dann noch sieht. Weil es ist einfach schön, die ganzen Artworks zu sehen. Das ist für mich persönlich ein Highlight. Und ich gehe da einfach gerne durch und lerne dann auch einfach gerne Künstler kennen. Also ich mache da sehr gerne auch sehr viel Networking. Und im Allgemeinen, der Speedrun-Stand ist einfach toll und ich mache das einfach total gerne. Also der Tag hat mir super gefallen und ich freue mich auch schon auf morgen. Hey, super. Bisher grundsätzlich erster Tag Dokumi auch unglaublich schön. Also wir sind auch morgen nochmal da, komm gerne nochmal vorbei. Hast du irgendein Game, was du gegebenenfalls schon geplant hast, was du als nächstes runnen wirst? Tatsächlich für das nächste, worauf ich meinen Fokus setze, ist Skyline Plugs 100%, da ich für die European Speedrunner Assembly, das ist das Äquivalent zu GameStunt Quick in Europa, angenommen worden bin und dieses Spiel halt dort präsentieren darf. Und da muss ich das natürlich üben, ein bisschen besser werden. Ich bin nur 2 Minuten hinter dem Weltrekord dort, aber natürlich möchte ich da konsistent werden. Und danach muss ich halt noch überlegen. Ich habe mir das neue Kao-Game angeguckt, also Kao the Kangaroo, das kaputte 3D-Plattformer. Das wäre meine Nische. Aber ich weiß es noch nicht ganz genau, was letztendlich das nächste ist. Ganz neues Spiel, was ich lerne. Alles klar, aber hey, du hast schon auf jeden Fall den Plan gemacht. Finde ich super. Bleib dem treu und ey, Glückwunsch, dass du bei der ESA angenommen wurdest. Gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne den Zuschauern mitteilen möchtest oder jemanden shoutouten möchtest?
Also als allererstes, wenn ihr Interesse an Speedruns habt, probiert's aus. Wenn ihr nicht wisst, welches Spiel, spielt einfach ein Spiel, was ihr gerne casual spielt. Speedrunning ist ein tolles Hobby, die Community ist genial. Also die Leute, die ich kennengelernt habe durch Speedrunning, die ganze bei Germans, international in Europa, die ganzen Communities sind alle super toll und freundlich. Und wenn ihr Interesse habt, probiert es gerne aus. Und in diesem Fall möchte ich auch nochmal einen Shoutout an die Head in Time Community im Besonderen geben, weil es sind einfach eine tolle Truppe, eine wunderbare Community und die sind auch sehr, sehr, sehr freundlich zu allen neuen Runnern. Und ja, es ist einfach phänomenal. Und ansonsten gibt es eigentlich nichts weiteres, außer Shoutouts an Germans, dass ihr überhaupt das Ganze hier aufzieht. Dankeschön, Dankeschön. Dann nochmal vielen Dank, dass du den Run gezeigt hast. Vielen Dank an die Autokollegen, dass wir hier auch filmen durften. Und Sidosh ist mit Pokémon Blau jetzt sogar dran, mit Gotta Catch 'em All. Da bin ich mal gespannt. Ein guter Klassiker. Also dann würde ich sagen, nochmal danke und zurück ins Studio.